Sie sind jung und erfolgreich, Deutschlands beste Nachwuchshandwerker. Im Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks sind Sie auf Titeljagd gegangen und haben gleich reihenweise Spitzenplätze erreicht. Vier von Ihnen stellen wir in HWK TV vor. Und das sind ihre Gesichter. Für die frischgebackenen Gesellen begann der lange Weg zum Bundesentscheid auf Innungsebene. Das war sozusagen die Vorrunde. Es folgten Wettbewerbe auf Kammerebene, dann die Landesentscheide. Weiter kamen immer nur die Sieger. Sie zogen schließlich ins große Finale ein. Beim Bundesentscheid griffen Deutschlands beste Junghandwerker zu Hammer, Säge, Strommesser oder Backblech. Für Zweiradmechaniker Johannes Göbel sprang beim Finale ein hervorragender zweiter Platz heraus. Ausgebildet wurde der 23-Jährige im Koblenzer Zweiradbetrieb von Bernd Regenhardt. Hier hat man sich auf den individuellen Aufbau von Hightech-Drahteseln spezialisiert. Bei Bundeswehr war halt ein ganz normaler alltäglicher Kundenauftrag. Fahrrad vom Kunden von einer Frau wurde dann einfach hier vorbeigebracht mit ein paar manipulierten Bauteilen, die dann halt einfach alle rausgefunden werden. Hier und da war eine Schraube zu lose oder einfach falsch montiert. Und ja, das hieß es dann halt rauszufinden, Kostenvoranschlag erstellen, den Kunden anrufen und dann halt am Schluss das Rad reparieren. Kleine knifflige Aufgabe, ein bisschen fachbezogene Mathematik war halt, dass da die Entfaltung von einer Getriebenarbe halt ausgerechnet werden musste, um dann halt das passende Ritzel zu montieren. Aber ansonsten war es halt jetzt kein exotischer Spezialfall, sondern so das Alltägliche, was man halt so im Laden hat. Und deshalb finde ich das mit dem Ergebnis auch ganz gut. Längst haben auch in diesem Handwerk Werkstoffe wie Carbon Einzug gehalten. Das macht die Räder stabil und ultraleicht. Ein Vergleich, weil man im Unternehmen dank des guten Abschneidens beim Bundesentscheid in Sektlaune ist. Selbst die sehr stabilen Rahmen von Mountainbikes wiegen weniger als eine Flasche Sekt. Vorsicht, frisch gestrichen. Und auch hier greift einer von Deutschlands Besten zu Pinsel und Farbe. René Külz aus Bad Neuenahr hat sein Handwerk in den Malerwerkstätten Schüttler erlernt. Nicht irgendwie, sondern eben richtig gut. Der Maler verrät, was er beim Bundeswettbewerb in Form und Farbe bringen musste. Also es war so, wir hatten den praktischen Leistungswettbewerb in München und da war eine Koje aufgebaut. Und da mussten verschiedene Flächen zum Thema Büro, was wir vorher geschickt bekommen haben, farbig gestaltet werden. Es war einmal eine Tapezierung, die zu machen war, dann war eine Lackierung von einer Holztüre, dann war eine Wand mit einer freien Technik, die wir uns aussuchen durften, eine Schrifterstellung und Aufbringung und einmal eine ornamentale Gestaltung, wo wir eine Vorgabe bekommen haben und die dann im Maßstab vergrößert auf die Wand gebracht und farbig gestaltet werden musste. Auf dem Erfolg wird sich René Kühls aber nicht ausruhen. Er plant bereits Großes. Also nächstes Jahr habe ich mich schon für die Meisterschule angemeldet in Koblenz in der Handwerkskammer. Und ja, das ist dann das erste Ziel, was ich habe. Nächstes Jahr Oktober geht es da los bis Mitte 2010. Alexander Pauken steigt anderen Leuten aufs Dach. Ganz im Sinne seines Handwerks. Deutschlands bester Nachwuchsdachdecker hat seinen Beruf im Unternehmen von Ewald Reichert in Illerich erlernt. Deutschlands Nummer 1 über die Aufgaben beim Bundesentscheid und seine Erwartungen im Vorfeld des Wettbewerbs. Der ganze Wettbewerb ging über 2 Tage. Montags war Hauptarbeitsprobe, 7 Stunden lang. Konnte man sich halt aussuchen, ob man jetzt Schiefer oder Ziegel macht. Ich habe Schiefer gewählt, weil mir das mehr liegt. Ja, ich bin, sag ich mal, mit keinen Erwartungen in den Wettbewerb reingegangen. Ich habe das einfach nur gemacht, weil ja, mehr oder weniger aus Spaß, aber... Na gut, ich wollte schon halt so weit wie möglich kommen. Beruflich hat der Dachdeckermeister in Spee klare Pläne. Ich will mich definitiv in der nächsten Selbstständigkeit machen. Mit einem Kollegen zusammen, der auch hier ist, mit dem ich hier zusammenarbeite. Lydia Fahl ist Kauffrau für Bürokommunikation bei der Handwerkskammer Koblenz und auch sie ist Bundessiegerin. Ausgebildet wurde sie in der HWK, die also auch eine von Deutschlands Besten in ihren Reihen weiß. Lydia Fahl über ihre Arbeit und das große Finale beim Bundesentscheid. Man hat viel Kundenkontakt. Ich zum Beispiel bin der kaufmännischen Weiterbildung tätig bei der Handwerkskammer. Ich berate die Kunden, die Fragen haben, wie sie sich weiterbilden können, in welchem Bereich, was für sie am besten ist. Organisiere die Kurse und betreue sie auch mit. Bescheiden gibt sie aber auch zu. Ich war schon sehr überrascht. Ich hatte zwar auch immer gute Leistungen in der Schule und dann auch in der Abschlussprüfung, aber es war doch eine starke Konkurrenz und dann
sich da durchzusetzen, ist schon, ich bin schon stolz auf mich. Dort, wo meine HWK-Kollegin Lydia Fahl arbeitet, finden auch regelmäßig immer samstags Aktionstage der Handwerkskammer statt. Im City-Büro im Friedrich-Ebert-Ring 31 informieren Experten über aktuelle Themen von A wie Ausbildung bis Z wie Zusatzqualifizierung. Der nächste Aktionstag am 6. Dezember steht ganz im Zeichen der Energiekosten von Gebäuden. Wie lassen die sich ohne großen Aufwand senken? Wann lohnt eine Komplettmodernisierung der gesamten Heizung? Und welche Förderprogramme gibt es durch Bund oder Land? Das alles steht unter der Überschrift Haus sanieren, profitieren. Vor Ort sind die Umweltexperten der HWK und machen Handwerker in Schnellkursen fit für eine Erstansprache ihrer Kunden. Angesprochen werden aber auch Hausbesitzer, die sich über Energiesparmöglichkeiten informieren wollen. Mehr Infos zu diesem Aktionstag gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de. Und damit zurück zu Mario Specht.